Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grillen Barbecue. Heute geht es um das Thema, wie kommt man an richtig teure Grills für richtig kleines Geld? Und da liest man sehr viel drüber, was hat es damit auf sich? Viel Spaß dabei. Ja, zum Beispiel ein Breuking Imperial 96 XL für unter 1000 Euro. Das sind so Angebote, die findet man gerade zuhauf in einem großen Internet-Kaufhaus, das sich anhört wie der Amazonas. Ja, da sind gerade die Dinger voll. Also mit Breukings, mit Napoleons, mit Webers, also mit allen großen, teuren Grills dieser Welt sind um deutlich weniger als die Hälfte dort zu bekommen. Also so suggeriert jedenfalls die Angebote. Und ja, jeden Tag schreiben mich mindestens drei Leute an, was hat es damit auf sich, zumal diese Angebote auch unter normalen Angeboten stehen. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Die stehen nämlich auch manchmal da, wenn ich zum Beispiel was verlinke, erscheint plötzlich so ein Angebot. Und ja, da fragen mich halt viele, ja, kann man das einfach so bestellen? Und ich sage, klar, kannst du bestellen. Wenn du dein Geld nicht gerne hast und dafür auch nichts bekommen willst, kannst du die Dinger bestellen. Weil wie ihr euch natürlich denken könnt, sind das Fake-Angebote. Also wenn du da irgendwas bestellst, bekommst du nichts. Unten drunter steht immer eine E-Mail-Adresse, an die man sich erstmal wenden soll. Und dann läuft es meist so ab, dass man sein Geld erstmal in irgendwo überweisen soll, um dann irgendwas zu bekommen. Also hast keinen Käuferschutz, kein ja nichts. Das heißt, du bist irgendwo auf der Suche nach einem billigen Jakob und die Abzocker sind auf der Suche nach einem Dummen. Und wenn ihr eure Spiele findet, dann... Ja, dann hat einer von der Sache was davon und das bist aber nicht du, der diesen billigen Grill kauft. Das ist natürlich völlig klar, ein Grill, der irgendwo 3000 Euro kostet, der kann nicht plötzlich für 900 zu haben sein. Ja, wie groß wäre denn da die Spanne dran? Also, wenn die so groß wäre, würde ich sofort anfangen, Grill zu verkaufen. Sondern es ist einfach, geht nur darum, irgendwo abzuzocken, Geld von Leuten zu Kreditkarten, Nummern irgendwo abzugreifen und euch die Konten leer zu machen. Also bitte schaltet euer Gehirn ein, wenn irgendwo ein Preis steht, der eigentlich nicht sein kann, dann ist es doch nichts. Also man sagt so schön, wenn sich was zu gut anhört, um wahr zu sein, dann ist es doch so, dann ist es doch nicht wahr. Und genauso ist es mit irgendwelchen Grillangeboten im Internet, wo man sich echt fragt, wie soll das funktionieren? Nee, das funktioniert einfach nicht. Und der beste Trick, um das zu umgehen, ist total easy. Und zwar geht ihr einfach zu eurem Grillhändler vor Ort, schaut, was da so ein Grill kostet, redet mit dem und sagt, Mensch, ich möchte den kaufen, hilf mir mal, ist das der richtige Grill und kauft die Grills bei eurem Händler vor Ort. Habt eine beste Garantie, müsst nicht irgendwo warten, bis irgendwie die Post kommt. Manchmal baut ihr euch die Dinge auf, wenn irgendwas ist, wisst ihr, wo ihr hin könnt mit einer Reklamationsabwicklung und. Da stehst du im Internet ziemlich doof da, wenn du überhaupt was kriegst. Also ich würde meine Grills unabhängig vom Preis immer direkt vor Ort kaufen und tut mir gefallen, lasst die Finger von so einem Angeboten. Erzählt den Freunden und Bekannten, dass wenn es nichts kostet, dass es auch nichts ist. Ja, ansonsten sehen wir uns im Internet, beziehungsweise sehen wir uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut. Kauft keinen billigen Scheiß.